Das langfristige Ziel unseres Sonderforschungsbereichs steht darin, die Charakteristika von Mikroplastik zu entschlüsseln, die möglicherweise für schädliche Effekte in der Umwelt und für Organismen verantwortlich sind, um auf diesen Erkenntnis aufbauend Lösungsansätze für die Zukunft zu entwickeln, beispielsweise neue Materialien, die dann Eigenschaften aufweisen, die nicht schädlich für die Umwelt sind. Die langfristige Vision unseres Sonderforschungsbereiches, aber auch für mich als Wissenschaftler, ist, dass wir als Umweltwissenschaftler eng zusammenarbeiten mit Chemikern, aber auch mit Materialwissenschaftlern, um für die Zukunft nachhaltige Produkte zu entwickeln, die dann nicht mehr schädlich für die Umwelt sind. Da jedes große Müllfragment aus Kunststoff, das wir unsachgemäß in die Umwelt entsorgen, irgendwann auch zu Mikroplastik werden kann und somit eben auch von uns eingeatmet werden kann oder auf unserem Teller landet, sollte jeder angehalten sein, keinerlei Kunststoffmüll, sei es auch nur ein Bonbonpapier, unsachgemäß in die Umwelt zu entsorgen. Dazu muss ich sagen, ich habe jeden Tag Freude und Begeisterung an der Forschung. Das heißt, ich komme jeden Tag zum Staunen, denn die Arbeit mit Organismen und mit der Natur bewegt einem jeden Tag zum Staunen. Aber bezüglich der Thematik Mikroplastik war ich verwundert, gerade in der Interaktion mit unseren Polymerchemikern, in welchen Lebensbereichen tatsächlich überall Kunststoffe zu finden sind. Sich für das Wissen zu entscheiden, bedeutet für mich, meine Freude und Begeisterung für erkenntnisgetriebene Forschung auch der breiten Öffentlichkeit mitzuteilen.